So, und dann begrüße ich euch zu meinem unserem Vortrag, Entschuldigung, über SageMath. Es freut mich, dass dieses Jahr einige Mathematiker-Vorträge vertreten sind. Das hat letztes Jahr leider dürftig ausgesehen, aber wir dürfen heute die SageMath-Fraktion vertreten und damit beginnen wir. So. Wer sind wir? Also ich bin der Lukas Prokop, ich bin selbstständiger Softwareentwickler und daneben noch Mathematikstudent und im Studium habe ich den Martin kennengelernt. Ja und hallo, ich bin der Martin und ich bin Hobbyprogrammierer, also ich programmiere in meiner Freizeit, wann ich heute Zeit dazu finde und sonst bin ich halt Mathematikstudent. Genau. Ah, Entschuldigung. So und kurz zu unserem Ablauf. Also als erstes werden wir ein paar kurze Worte über SageMath Project erwähnen, was ist es eigentlich, dann kurz über die Installation und welche User Interfaces das gibt und dann werden wir euch anhand von 6 kurzen Beispielen erklären, was man damit alles machen kann. Genau. Was ist das Ziel vom SageMath Projekt? Es geht darum, eine Open Source Alternative zu finden, im Gegensatz zu Magma, Maple, Mathematica oder MATLAB, die halt recht teure Lizenzen benötigen. Und die ganze Entwicklung ist auch ist freigestellt. Der Code wird unter der GPL Version Nummer 3 veröffentlicht, während die Dokumentation halt unter einer CC-Lizenz steht. Und kurz zum SageMath Project. Es ist eine Programmstruktur mehr oder weniger, mit der man algebraische oder geometrische Sachen mit umexperimentieren kann. Und ein paar Teilbereiche sind halt die Algebra, Kombinatorik, Analysis. Dann kann man es in Terminals oder im Webbrowser rennen lassen, dazu später mehr. Und das erste Release war 2005, also wann wir uns nicht verrechnet haben, dann ist 14 Jahre alt. Und dann gehe ich noch kurz auf die Installation ein. Diejenigen, die gerade mit einem Rechner da sitzen, die können auf sagecell.sagemath.org dort öffnen und dort läuft in der Cloud eine Instanz und ihr könnt dort kleine Code-Snippets ausprobieren. Meine Installation läuft mit Docker. Hier habe ich eine Kommandozeile für Docker zusammengesetzt. Von der Docker-Instanz wird der Port 8888 exposed und der -v-Parameter bindet jetzt von meinem Home-Directory das Document SageMath. Da liegen meine Notebooks drinnen und die sind dann verfügbar in der Docker-Instanz und dadurch sind sie, wie ihr später sehen werdet, links auswählbar und öffnenbar. Ihr könnt natürlich den Prozess auch anders angehen. Ihr könnt alle Dependencies installieren und dann auch die vorkompilierten Binaries starten. Unter Fedora kann man auch mit dieser Kommandozeile über den Paketmanager SageMath installieren oder unter Debian apt-install SageMath. Es gibt verschiedene Interfaces. Jederzeit verfügbar ist das Terminal. Dort ist natürlich die Repräsentation von mathematischen Ausdrücken etwas schwierig und umständlich. Das heißt, die meisten wollen es eigentlich im Browser benutzen. Das älteste Interface ist abgeleitet von den IPython Notebooks. Das, was aktuell die meisten noch nutzen, ist Jupyter. Und das neueste Interface ist JupyterLab. Das ist die neueste Entwicklung. Und jetzt werden wir dazu übergehen, einzelne Beispiele durchzugehen. 6 verschiedene Themen. Moment, Entschuldigung. So. Als erstes machen wir eine kleine Python-Einführung für diejenigen, die mit Python noch nicht so erfahren sind. Python ist eine Programmiersprache und wir können hier ganz normal Variablen definieren und mit Werten belegen. Hier verwende ich die Variable a und belege sie mit der Ganzzahl 2019. Und wenn wir jetzt a als letzte Anweisung größer, alles klar.
Okay, jetzt muss ich einen ganz dämlichen Prozess durchlaufen. Gut. Ich hoffe, jetzt kann man es lesen. Passt. Wenn A jetzt als letztes Statement in so einer Eingabezelle steht, dann wird der Wert von dieser Variable auch ausgegeben. Wenn man jetzt zweimal A hinschreibt, wird nur vom letzten A das interpretiert. Vom ersten wird es verschluckt. Das heißt, wir müssen zum Beispiel print nutzen, um den Wert dieser Variable auszugeben und können wieder nutzen, dass das letzte sowieso ausgegeben wird. Okay, man kann auch zwei Variablen simultan zuweisen, A und B, und A bekommt hier den Wert 2019 und B bekommt den Wert 426. String Formatting ist auch verfügbar, also hier kann ich eine schönere Ausgabe erreichen, indem ich Platzhalter definiere und an diesen Stellen werden die Variablen eingesetzt. Dann gibt es natürlich auch noch die ganzen Kontrollstrukturen, wie zum Beispiel While-Schleifen. Und hier habe ich ein kleines Programm geschrieben, das genau den euklidischen Algorithmus durchführt. Und am Schluss können wir mit String Formatting eben das Ergebnis sauber ausgeben. Das Ganze kann man auch in einer Funktion kapseln. Das heißt, hier definiere ich eine Funktion OurGCD mit zwei Parametern, n und m. Und mit einem Return Statement gebe ich an, was der Rückgabewert von dieser Funktion sein soll. Diese Funktion kann ich jetzt aufrufen, print our GCD mit den Parametern A, B, bedeutet in der Ausgabe wird angegeben, was der Rückgabewert von der Funktion ist für diese Parameter. Dann haben wir noch Vorschleifen, um eine definierte Anzahl von Iterationen durchzuführen. Hier erzeugen wir mit Range eine Zahlenfolge, nämlich von 1 bis 99, das letzte Element ist exkludiert. Und in jeder Iteration rufen wir auf our GCD mit Parametern und GCD mit denselben Parametern und schauen, ob sich die Werte unterscheiden. Wenn sie sich unterscheiden, dann soll er eine Exception raisen. Das bedeutet, eine Fehlermeldung erscheint und das Programm bricht ab. In diesem Fall haben wir es korrekt programmiert, deshalb stimmen die Werte überein. So, wir können ganz einfache Funktionen definieren, wie zum Beispiel Increment, und der erste String, der vorkommt und nirgends zugewiesen wird, der wird als DocString definiert. DocString bedeutet, dort steht die Dokumentation von dieser Funktion drinnen. Mit Assert können wir Invarianten schnell überprüfen und mit Help können wir Dokumentationen anschauen. Also Help Inc, dort sehen wir diesen DocString, den wir früher angegeben haben. In SageMath ist es einfacher, auf die Hilfe zuzugreifen, weil wir einfach nur den Identifier GCD, den eingebauten Greatest Common Divisor Algorithmus von SageMath, den geben wir an, gefolgt von einem Fragezeichen, das bedeutet, die Dokumentation wird aufgerufen und hier sehen wir sie. Für die Techies unter euch gibt es auch Fragezeichen, Fragezeichen, dort sieht man den Quelltext der Funktion. Das ist natürlich auch oft Python-Code, eine Kombination aus C und Python. Gut, und im nächsten Themenbereich wird Martin über Polynome sprechen. Ja, ich werde jetzt ganz kurz über Polynome reden. Also Polynome werden vielleicht ein paar von euch aus der Schule noch kennen. Das sind so Sachen wie 3x plus 5. Und dann kann man natürlich die Koeffizienten, können zum Beispiel Bruchzahlen sein, ganze Zahlen oder komplexe Zahlen. Und als erstes wollen wir uns eine Menge definieren, wo dann alle Polynome drinnen sind, die jetzt in dem Fall von der Variable x abhängen. Das macht man mit dem Befehl Polynomial Ring und in Klammer gibt man dann die Menge ein, wie die Koeffizienten sein sollen. Kürzer kann man das machen, indem man einfach nur QQ und dann die eckigen Klammern verwendet. Natürlich kann man dann ein Polynome machen, die von zwei Variablen abhängen, wie zum Beispiel da x und y. Und wenn wir an der Menge von den Polynomen eigentlich nicht interessiert sind, sondern nicht an den x, dann geht das mit dem Befehl .gen, das liefert uns den Generator zurück, also in dem Fall x. Und dann habe ich schon ein Beispielpolynom hingeschrieben, und zwar x hoch 3 plus 0,3 x Quadrat minus x minus 0,5. Und mit p alleine gebe ich es dann aus.
Und vielleicht das Interessante am Polynom, was man sich als erstes denkt, ist, welchen Wert hat das Polynom an der Stelle x oder an der Stelle a? Und das kann man sich per Hand ausrechnen oder man lässt es SageMath machen, indem man einfach p, den Namen des Polynoms, eingibt und in runden Klammern dann den Wert, in dem Fall 0,1, minus 0,1. Und wie vielleicht einigen aufgefallen ist, das Polynom vor allem mit x hoch 3 plus 0,3x Quadrat und so ist jetzt nicht recht schön. Das kann man sich mit dem Befehlpunkt Factor faktorisieren lassen, also in lauter Klammerausdrücke zerlegen, wo ein x vorkommt. Und das schaut dann aus so x minus 1 mal x plus 0,3 mal x plus 1. Und damit kann man sich ja schön den Nullstellen, wann das Polynom 0 ist, berechnen oder mit dem Befehlpunkt Roots macht das Sage für uns. Und damit wir sehen, ob wir richtig gerechnet haben, können wir uns das Polynom plotten lassen. Jetzt haben wir das Problem allerdings, dass wir dann etwa von minus 1 bis 1 das gezeichnet kriegen. Das gibt Sage intern vor, aber das können wir verändern, indem wir da eine symbolische Variable s deklarieren und sagen, das s soll von minus 5 bis 5 laufen und dann schaut unser Plot gleich anders aus. Ist aber noch immer dasselbe Polynom. Dann, wie man vielleicht weiß, ableiten kann man Polynome auch. Hat man in der Schule vielleicht nicht so gern gemacht. Jetzt kann man es mit Sage mit Punkt-Diff ganz einfach machen. Und damit man auch den Unterschied sieht oder wie die Ableitung dann ausschaut, habe ich es dann in Rot eingezeichnet. Ja, man kann Polynome differenzieren, das heißt, man kann es auch integrieren. Und das Befehl, und es geht mit dem Befehlpunkt Integral. Und den habe ich dann wieder zeichnen lassen, diesmal in Grün. Und was vielleicht nur interessant ist, es gibt so spezielle Arten von Polynomen. Das sind unendliche Summen, da kommt überall x vor. Und zum Beispiel in Sinus kann man so darstellen. Das machen zum Beispiel Taschenrechner, weil die dann das bis zu einem gewissen Glied darstellen, weil unendlich da den Speicherplatz vom Taschenrechner ein bisschen oder die Rechenzeit vom Taschenrechner ein bisschen beeinträchtigen. Und das geht da in den Befehlpunkt Series. Und da lasse ich mir jetzt die ersten, also die ersten Folgenglieder von der Reihe zurückgeben und die Glieder höherer Ordnung, also ab 5, werden dann mehr oder weniger ignoriert. Und damit man sehen kann, dass es nur eine Annäherung ist, wenn man es endlich macht, habe ich es da zeichnen lassen. Und da sieht man recht schön, dass blau ist das Polynom, das wir haben, und grün ist der Sinus. Ja, und als nächstes wird der Lukas kurz über den Output reden. Genau, es stellt sich jetzt die Frage, wir haben ja jede Menge Ausdrücke schon gesehen, aber wie können wir es erreichen, dass diese Ausdrücke möglichst schön dargestellt werden? Ganz allgemein, wenn wir jetzt sowas wie 4 durch 2 eingeben, dann bekommen wir 2 als Ergebnis, okay? Wenn wir jetzt Integers konkret hernehmen, 1 durch 3, dann erhalten wir als Ergebnis 0, weil ein Drittel wird dann abgerundet auf die 0. Und ja, Sage ersetzt eigentlich die Werte durch Sage-interne Datentypen und wir wollen uns das jetzt näher anschauen. Im Konkreten können wir mit Preparse evaluieren, was eigentlich Sage genau durchführt, bevor es den Code Python übergibt. Also wenn wir 1 durch 3 in Preparse eingeben, sehen wir, dass hier der 1 ersetzt wird durch eine Instanz vom Integer-Objekt mit dem Parameter 1. Int ist der Python-interne Datentyp für Ganzzahlen, Integer ist der SageMath-Datentyp für Ganzzahlen. Das ist meist gar nicht relevant, aber es gibt so ein paar Pitfalls, wegen derer man sich dessen bewusst sein sollte, zum Beispiel die Verwendung der Funktion Range, um eine Zahlenfolge zu definieren. Und die liefert Python Ganzzahlen zurück. Und dann, wenn ich S-Range stattdessen nutze, bekomme ich den SageMath-Datentyp. Zwar dieselbe Zahlenfolge, allerdings als unterschiedlicher Datentyp. Wenn ich unter SageMath erzwingen will, dass ich eine Python-Ganzzahl nutzen will, dann kann ich das machen, indem ich den Suffix R verwende. Meist möchte man natürlich eigentlich die SageMath-Datentypen verwenden, weil die viel mehr Methoden besitzen, die hilfreich sein können. Auch den Quelltext, den Martin schon vorgestellt hat mit dem polynomiellen Ring,
der ist nicht valide Python-Syntax und hier sieht man bei Pre-Pass, wie es ersetzt wird. Im Konkreten wird eine polynomielle Ring-Instanz erstellt und anschließend wird noch der Generator herausgenommen. Das wird durch zwei Ausdrücke dann ersetzt. Es gibt auch Variablen, die etwas speziell sind. Zum Beispiel das x ist schon eine vordefinierte Variable, die ist schon vorher als symbolischer Ausdruck definiert. Und wir können auch mit var weitere Ausdrücke deklarieren. Die können wir jetzt in Ausdrücken angeben und mit weiteren Ausdrücken kombinieren. Also zum Beispiel im Plus-Operator oder Produkt können wir komplexere Ausdrücke angeben. Jetzt können wir mit Simplify und Expand einerseits den Ausdruck vereinfachen, also eine möglichst kompakte Darstellung finden. Expand ist quasi die Anwendung des Distributivgesetzes. Es ist dabei zu erwähnen, dass SageMath hier auf das Paket Maxima im Hintergrund zurückgreift, um die Ausdrücke zu vereinfachen oder zu erweitern. SageMath wird in zwei späteren Vorträgen vorgestellt. Maxima, nicht SageMath. Danke. Gut. Weiters ist es jetzt interessant, man hat so einen symbolischen Ausdruck und möchte jetzt Variablen darin ersetzen. Also einerseits ersetzen gegen Konstanten, andererseits ersetzen durch andere Variablen. Und das kann man machen, indem man so einen symbolischen Ausdruck hernimmt, wie ich hier a mal x² plus bx plus c, ein Polynom. Und wenn ich ihn jetzt aufrufe, also runde Klammer öffne und Keyword-Arguments übergebe, zum Beispiel a ist gleich 3, dann wird in diesem Ausdruck das a ersetzt durch die Konstante 3. Wenn wir mit show einen Ausdruck aufrufen, dann bekommen wir eine schönere Darstellung. Das ist gerendert hier im Browser mit MathChecks und ist eindeutig angenehmer anzuschauen als das der Plane Mode, den kann man auch explizit triggern mit Display Plane. Das ist die Darstellung, die wir jetzt bisher gesehen haben. Wenn wir Display Typeset verwenden, dann bekommen wir die MathChecks gerenderte Version. Wir können natürlich wieder nachschauen, welche Display Modes gibt es jetzt eigentlich. Wir haben jetzt gesehen Plane und Typeset. Gibt es noch andere? Ja, die gibt es. Und zwar zum Beispiel ASCII Art. Das ist halt wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad verwendbar im Terminal, aber sonst bleiben wir bei MathChecks und deshalb Display Typeset. Das ist übrigens auch relevant, wenn man zum Beispiel Matrizen ausgeben will. Wenn man jetzt Print verwendet, dann erzwingt man eigentlich die Textversion. Und wenn man Show verwendet, dann versucht er auch das Ergebnis wirklich darzustellen mit MathChecks. Das heißt, die Funktion, die wir eigentlich wollen, um irgendwas darzustellen, ist Show. Wenn man in einer Konfigurationsdatei definieren will, man möchte immer die MathChecks gerenderte Version verwenden will, schreibt man nicht Display Typeset, sondern man verwendet Pretty Print Default mit dem Parameter True. So, wir haben jetzt MathChecks zur Verwendung, das heißt ganz allgemeine LaTeX-Ausdrücke können wir auch rendern lassen und wir können sogar Zellen definieren, dass die rein aus LaTeX-Quelltext bestehen und wir können sogar jeden beliebigen Ausdruck in SageMath hernehmen und wenn wir ihn mit LaTeX aufrufen, dann sehen wir, wie man diesen Ausdruck in LaTeX schreiben würde. Das ist möglich, weil jedes Objekt, wie zum Beispiel Pi, diese spezielle Methode underscore LaTeX underscore implementiert. Es gibt auch noch die View-Funktion, mit der kann man erreichen, dass jeder Ausdruck mit PDF-LaTeX kompiliert wird und dann dargestellt wird, wenn die Installation darauf ausgerichtet ist und TechLive zum Beispiel schon vorinstalliert ist, was bei meinem System nicht der Fall ist. So, und im nächsten Themengebiet spricht Martin über die Zahlentheorie. Und zwar prinzipiell geht es am Anfang um die Modulo-Operation, das ist dividieren mit Rest. Und das ist zum anschaulich erklärt an der Uhr. Die geht immer bis 12 und dann fängt es wieder an mit 1, 2, 3, 4. Das heißt, wenn wir das Problem haben, ja, es sagt der Freund, wir sollen uns um 17 Uhr treffen. Ja, wie spät ist es jetzt wirklich auf so einer analogen Uhr? Das kann man einerseits mit dem Befehl Prozent machen und da gibt man dann 17% 12 und dann sieht man, aha,
es ist 5 Uhr oder man soll sich um 5 Uhr treffen. Das kann man natürlich auch mit dem Befehl mod für Modulo machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur mehr Zahlen haben möchte, dann kann man sich das mit dem Befehl integers 12 speichern. Das heißt, das Objekt clock enthält jetzt alle Zahlen 0 bis 11. Und wenn man jetzt dann sagt, ja, wir rufen clock mit 21 auf, dann tut er das so lange durch 12 dividieren, bis wir 9 Rest haben und gibt dann 9 zurück. Was man jetzt mit Zahlen machen kann, das kann man natürlich mit normalen oder mit anderen Sachen auch machen. Es gibt da zum Beispiel die Körper. Das sind halt so Zahlen, so Mengen, wo man addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren kann, grob gesagt. Und da habe ich jetzt zum Beispiel einen Körper mit 5 Elementen, mit GF. Derselbe Befehl mehr oder weniger, man schreibt nicht an, es macht intern das Service Finite Field. Und dafür, dass man so einen Körper in dem Fall erstellen kann, braucht man eine Primzahlpotenz. Aber wie können wir herausfinden, ob es eine Primzahl ist? Das kann man in Python machen mit dem Befehl in Primes. Also wenn wir jetzt schauen, zum Beispiel 13 in Primes, ist 13 logischerweise eine Primzahl. Wenn wir jetzt das Server mit 2012 probieren, 2019, dann kommen wir drauf, 2019 ist keine Primzahl. Dafür können wir aber jetzt die Primfaktorzerlegung machen. Und sehen, 2019 ist 3 mal 673. Und nochmal zurück kurz auf den Körper von vorher. Man kann sich alle Elemente drinnen ausgeben lassen. Das schaut jetzt ein bisschen unübersichtlich aus mit den ganzen A's. Wenn wir es aber uns von der Uhr ausgeben lassen, dann sehen wir, es sind genau die Zahlen 0 bis 11, die halt bei der Division durch 12 der mögliche Rest ist. Und damit wir jetzt alle möglichen Kombinationen von der Addition von zwei so Zahlen darstellen können, gibt es sogenannte Operationstabellen. Dazu müssen wir uns zuerst ein Modul oder eine Funktion importieren. Und das schaut jetzt schaut wieder ein bisschen unhandlich aus mit den ganzen A's, also mit den ganzen Variablen. Wir können natürlich auch als Anzeigeeinstellung Zahlen nehmen. Das schaut dann so aus. Und für unseren Fall das Elegantere wenn wir direkt die Elemente nehmen. Und da sehen wir dann zum Beispiel 10 plus 4 ist 2, also 10 plus 4 ist 14 und der Rest bei der Division durch 12 ist 2. Also schaut das aus, wie man stimmen täte. Dann eine weitere interessante Funktion von Sage ist, wir wissen jetzt zum Beispiel 4 Zahlen, 1, 1, 2, 3 und fragen uns, ja, wie kann es jetzt weitergehen? Dann können wir Datenbank abfragen, die OEIs, und da wollen wir uns dann die ersten 4 Ergebnisse holen, was für Zahlen folgen, dass es denn sein könnten. Und da werden uns unter anderem zum Beispiel die Fibonacci-Zahlen vorgeschlagen. Und dann können wir sagen, ja, wir wollen die Fibonacci-Zahlen und die ersten 15 Terme davon. Und dann berechnet er uns die ersten 15 Terme von den Fibonacci-Zahlen. Falls wir jetzt den Namen von so einer Zahlenfolge wissen, aber nicht mehr wissen, welche Zahlen das sind, können wir einfach mit den Namen von der Zahlenfolge suchen und uns dann die ersten 4 Elemente, wie da bei den Katalanzahlen, zurückgeben. Jetzt kurz zu den Katalanzahlen, das sind die Zahlen der syntaktisch korrekten Klammernpaare. Also wie kann man Klammern korrekt setzen? Welche Möglichkeiten dafür gibt es oder wie viel? Und weiters redet der Lukas kurz über das Plotten. Genau. Thema Plotten basiert darauf, dass wir uns fragen, wir haben ein mathematisches Objekt gegeben und jetzt fragt sich, wie können wir das überhaupt darstellen? Für die Informatikanwendungen sind oft die diskreten Strukturen interessant. Da haben wir zum Beispiel die gerichteten Graphen. Und hier haben wir etwa einen gerichteten Graphen, der basiert darauf, dass wir von einem Knoten zu einem anderen Knoten Kanten gegeben haben. Und diese werden bei SageMath in einem Dictionary angegeben. Also hier haben wir den Knoten 1, der hat Kanten zu den Knoten 2 und 3. Also das sieht man hier in der Visualisierung, genau sind das diese zwei Kanten. Das Interessantere oder allgemein
Gängigere Beispiel ist das Plotten von Funktionen. Und hier haben wir eine beliebige Funktion, wie zum Beispiel ein Square Root gegeben. Und ich habe hier absichtlich gleich einen typischen Fehler eingebaut, nämlich die Square Root Funktion ist natürlich nur im nicht negativen Bereich definiert. Ich versuche hier aber einen Plot zu erstellen von minus 5 bis 5 und dadurch kommt es auch zu einer Fehlermeldung. Jetzt fragt sich, wie kann man das vermeiden? Und jetzt kann man versuchen, hier Detect Poles auf Show zu setzen. Dann werden diese Polstellen, die undefiniert sind, angezeigt mit strichlierten Linien. Das sieht man hier mit Tangens von 2x. Allerdings funktioniert das nicht immer. Die richtige Antwort ist natürlich, die Funktion stückweise zu definieren. Hier haben wir die Funktion f stückweise definiert, indem wir sagen, im Bereich minus 5 bis 0, geschlossenes Intervall, haben wir gegeben die Nullfunktion und im Intervall minus 0 bis 5 haben wir die Wurzelfunktion in Verwendung. Und der Plot schaut dann entsprechend aus. Und wer jetzt vielleicht bemerkt hat, wird da die Syntax von Python etwas missbraucht, um mit der mathematischen Notation übereinzustimmen. Und zwar, wenn wir eckige Klammern verwenden, haben wir ein geschlossenes Intervall. Wenn wir runde Klammern verwenden, haben wir ein offenes Intervall. Wenn man eine Kombination davon haben möchte, muss man auf das RealSet-Objekt zurückgreifen. Dort gibt es Methoden für Open-Close bzw. Closed-Open. So, man kann natürlich auch kompliziertere oder höherdimensionale Funktionen plotten. Hier haben wir eine Funktion gegeben, die nimmt zwei Parameter entgegen, also das heißt zwei Eingabeparameter, ein Ausgabeparameter. Wir sind dreidimensional unterwegs und hier kann man mit Plot 3D eine Funktion dreidimensional ausgeben, wobei wir hinten wieder für die Parameter x und y den Wertebereich definieren. So, weiters gibt es noch parametrische Plots. Hier ist es so, dass wir eine Variable x in Verwendung haben und über diese Variable x wird drüber iteriert. Und wir haben eine Funktion, die gibt zurück sowohl den Wert in der ersten Dimension als auch den Wert in der zweiten Dimension. Das bedeutet, x durchläuft die Werte von minus 1 bis 1 und die Werte, die an der x-Achse entstehen, sind durch x² definiert. Die Werte, die an der y-Achse entstehen, sind durch x hoch 3 definiert. Und dadurch ergibt sich dieser Plot im konkreten Nielsche Parabel. Weiters gibt es noch wunderschöne Beispiele in der Dokumentation und die zeige ich nur her. Ich habe sie nicht selbst gemacht, weil sie so schön ausschauen. Einerseits hier zwei Tore, die ineinander verschlungen sind. Finde ich sehr cool. Oder auch farblich einfach traumhaft hier so ein Plot, der mit Polarkoordinaten aufgebaut ist. Was man dann auch noch machen kann, ist hier ein Balkendiagramm zu erstellen. Hier habe ich vom gelöschten Wikipedia-Artikel zu den Grazer Linux-Tagen die Anzahl der Einreichungen hergenommen. Also die Einreichungen, die akzeptiert worden sind. Und hier sieht man auch zwei Probleme. Einerseits in der Legende sieht man, dass eigentlich was als Box erscheinen sollte. Einerseits rot für die Lectures und blau für die Workshops ist collapsed und dadurch erkennt man es nicht. Auf der anderen Seite hätte ich gern auf der X-Achse die einzelnen Balken beschrieben. Weil das erste Jahr war 2013 und das letzte ist jetzt 2019. Das ist allerdings nicht möglich. Das heißt, so statistische Visualisierungen, da bin ich persönlich der Meinung, ist SageMath nicht so gut geeignet. So, dann kommen wir noch zu einem lustigen Thema, weil hier sehen wir, dass wir einfach Linien plotten können. Hier definiere ich, wir beginnen bei 0, 0, 0 und wechseln dann zu 0, 1. Das ist eine Sequenz von Punkten, die ich einfach nur angebe. Und das ermöglicht es mir, hier ein recht kompliziertes Programm zu schreiben.
Aber es entsteht etwas ganz Cooles. Ich muss das kurz an einem Papierstreifen illustrieren. Ich nehme einen Papierstreifen her und falte ihn einmal nach rechts. Die resultierende Faltung falte ich nochmals nach rechts. Immer so weiter. Dann falte ich es wieder auf und überall, wo eine Faltung drin ist, richte ich sie auf 90 Grad aus. Auf diese Weise ergibt sich eine wunderschöne Kurve, die nennt sich Drachenkurve. Und ich finde, die schaut einfach wunderschön aus. Und im Konkreten beginnt es hier und man sieht halt jeweils eine Iteration und dadurch und anschließend dupliziert es sich sozusagen. Und ja, und das Besondere an dieser Kurve ist noch, dass die neue Struktur, die entsteht, niemals mit der alten sich überschneidet. Im letzten Kapitel wird Martin über Matrizen sprechen. Ja, kurz zu Matrizen. Matrizen kann man wieder so eine Menge machen, wie wir es vorher bei den Polynomen gesehen haben. Und das sind jetzt die Menge mit Matrix Space, sind die Menge der 2×2-Matrizen, die aus Einträgen die Bruchzahlen haben. Und mit Punkt Dims gibt man die Dimensionen zurück. Also haben wir da, wie wir es vorhin deklariert haben, mit den Zweier da, zwei Zeilen und zwei Spalten. Mit Punkt Basis kriegen wir die Basis zurück. Das sind mehr oder weniger Matrizen, mit denen man sich alle anderen Matrizen irgendwie zusammenbasteln kann. Dann habe ich mit zwei Matrizen erstellt. Das mache ich mit dem Befehl Punkt Matrix. Und aus Liste übergibt man dann alle Einträge. Die werden dann automatisch der dementsprechenden Position angepasst. Und wie der Lukas vorher gesagt hat, man soll es mit Show ausgeben, weil sonst ein bisschen unleserlich wären. Dann, was man vielleicht aus der Schule oder aus dem Studium kennt, was man ungern macht, ist Matrizen multiplizieren. Das kann man da in Sage ganz einfach mit Mal machen und der rechnet es. Dasselbe funktioniert mit Addition und Subtraktion. Und dann gibt es eine spezielle Matrix, das ist die Einheitsmatrix. Die bekommt man mit dem Befehl .Identity Matrix. Die hat auf der Diagonale lauter Einsen stehen. Falls wir jetzt aber jetzt nicht so eine Menge brauchen, übergeordnete Menge von Matrizen brauchen, können wir ganz einfach nur mit dem Befehl Matrix eine Matrix erstellen. Und zwar hat die wieder Bruchenträge, wie man dann einen QQ sieht. Allerdings muss man jetzt aufpassen, wie man die Parameter übergibt, also wie man die Liste ineinander schachtelt, damit es an die passenden Positionen kommen. Zum Beispiel da die erste Liste ist 1/2, das ist die erste Zeile. Und man kann Matrizen auch mit Hilfe von Lambda-Funktionen erzeugen. Das sind so kurze Inline-Funktionen. Und da nehme ich einfach das Maximum von der Zeile und von der Spalte. Und da sieht man, 0. Zeile, 0. Spalte ist der Eintrag 0. Und da zweite Zeile, 0. Spalte ist der Eintrag dann 2. So wie wir Matrix definiert haben, so ähnlich können wir einen Vektor definieren. Mit dem Befehl Vektor. Und da hat den Vektor 1, 2, 3. Dann kann man natürlich auch Matrix- und Vektormultiplikation machen mit einem einfachen Mal. Man muss jetzt allerdings nicht aufpassen, wie man den Vektor transponiert. Das macht Sage für uns selber, dass die Dimensionen zusammenpassen. Was vielleicht nur interessant ist im Zusammenhang von Matrizen und Gleichungssystemen, kann man natürlich auch mit Hilfe von Sage solche gleichlinearen Gleichungssysteme lösen. Und zwar braucht man dazu das Modul Linalg von NumPy, das importiert man sich. Und als Matrix habe ich jetzt die Hilbert-Matrix genommen, das ist eine recht böse Matrix, wenn man so Probleme lösen möchte. Und den Lösungsvektor, der ist der Vektor b11. Und wir wollen uns praktisch die Lösung von a mal x ist gleich b berechnen. Das machen wir mit Linalg.solve. Und das Ergebnis ist dann -2 und 6. Damit wir wissen, ob wir richtig gerechnet haben, rechnen wir a mal x und es soll dann der b-Vektor rauskommen und das tut er in dem Fall. Sind wir jetzt allerdings zu faul oder können unsere Gleichungen nicht aus Matrixform schreiben, können wir uns einfach symbolische Variablen deklarieren und dann die Gleichungen in eine Liste schreiben und mit dem Befehl solve und als Parameter dann die Liste der Gleichungen und die Variablen, nach denen wir auflösen sollen, löst uns das Sage dann auf
Und man sieht da recht schön, dass man nicht nach allen Variablen auflösen muss, weil eine Lösung über a steht. Zum Beispiel x ist gleich a plus 1 und a ist halt dann nur immer irgendeine Variable. Dann gibt es ein paar wichtige Eigenschaften zu Matrizen. Dann die Determinante transponieren, also Zeilen und Spalten vertauschen und die inverse Matrix. Was vielleicht nur interessant sind, sind die Eigenwerte. Und kriegt man mit dem Befehl Punkt Eigenvalues. Und das sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Und das charakteristische Polynom kriegt man mit dem Befehl Punkt char-poly. Und als Parameter übergibt man dann L. Das ist in dem Fall Kurzform für mich für Lambda. Aber man kann da jedes beliebige Zeichen nehmen. Dann kann man sich natürlich die Links- und die Rechts-Eigenvektoren holen. Sind unterschiedlich je nach Matrix, können es unterschiedlich sein, müssen es aber nicht. Und nur zum Abschluss kurz Vektorräume. Kann man sie mit Vektorspace deklarieren. Und zwar gibt man dort, ich habe da zum Beispiel den endlichen Körper mit 4 Elementen und die Dimension 3. Das heißt, meine Elemente schauen x, y, z aus, also haben 3 Einträge. Dann kann ich nur einen Unterraum machen. Und das sind, da habe ich jetzt 2 Vektoren, die mir einen Unterraum aufspannen, zum Beispiel 1, 1, 0 und 4, 0, 1. Und je nachdem, und der Unterraum sind praktisch alle Vektoren, wie die zwei zusammenbasteln kann, die entstehen. Und dann kann man mit Punkt Basis die Basis des Unterraums generieren lassen. Ist das eine Basis? Eine Basis ist nicht eindeutig im Allgemeinen. Also eine. Es ist eine beliebige, aber hat alle Basiseigenschaften. Also es war die Frage, ob es nur eine Basis gibt oder ob es mehrere Basen gibt. Und es gibt halt mehrere Basen, weil die Basis im Allgemeinen nicht eindeutig ist. Und Sage nimmt halt irgendeine, die es gerade findet, aber die alle Eigenschaften erfüllt, die es haben muss. Ich gehe noch kurz auf ein paar Frequently Asked Questions ein. Und zwar kann ich Sage in meinen Python-Skripten nutzen. Naja, mit from sage.all import asterisk kann ich Sage-Module importieren. Natürlich habe ich nicht die Sage-Syntax jetzt zur Verfügung. Und zusätzlich bin ich noch an die alte Python-Version gebunden, die Sage nutzt. Ja, Python-Version 2 oder 3. Die Migration ist noch immer im Gange und im Konkreten das Sage, das ihr hier gesehen habt, das ist halt ein 2.7.13 Release und ja, 2020 läuft der Support für Python 2 aus. Und kann ich irgendwie ein bestehendes Sage Math Notebook importieren? Also wenn ich da drin eine Funktion zum Beispiel definiere, kann ich dann irgendwie mit dem Import Statement den Inhalt importieren in ein anderes Skript? Na, das geht nicht direkt. Allerdings kann man natürlich beliebige Python-Files importieren. Die Community und Entwicklung, wo ist die zu finden? Hauptsächlich auf sagemath.org. Dort gibt es jede Menge Ressourcen und wenn man Issues gefunden hat, kann man die in SageDevil diskutieren und die ganze Entwicklung selbst wird bei Ihnen über Track abgewickelt. Und in diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Vergnügen bei den Grazer Linkstagen. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, also nehmen wir gerne Fragen entgegen. Bitte. Ich habe bei Sage immer wieder das Problem gehabt, wenn ich Sachen berechnet habe, wo auch verschiedene Daten, die auch gemessen worden sind, vorkommen sind, dass ich dann irgendwann Symbolic Expressions gehabt habe, in denen auch Messdaten drinnen waren. Und die dann immer als gigantische Integerbrüche dargestellt werden und die im Allgemeinen dann halt sehr, sehr groß werden. Nicht? Und da sie aber Variablen enthalten, kann ich nicht Numerical Approximation drauf machen. Und ich wollte fragen, ob ihr da einen Trick kennt, mit dem ich das irgendwie vereinfachen kann.
Also grundsätzlich betrachte ich so, wenn eine Variable vorkommt, dann muss man ja die Variable ersetzen. Früher haben wir gesehen, wenn man mit runde Klammern das aufruft und ein Keyword-Argument übergibt, ersetzt man die Variable zum Beispiel gegen eine Konstante. Und wenn es natürlich darum geht, dass man einen sehr großen symbolischen Ausdruck hat, der nicht mehr von irgendeiner Variable abhängig ist, kann man mit Punkt n eine numerische Approximation erzeugen. Okay, aber wenn ich die Variable behalten möchte, komme ich nicht weiter, wie eben Simplify macht, aber mehr kann man dann nicht mehr. Da ist mir nur Simplify bekannt. Okay. Tut mir leid. Okay, ich hätte eine zweite Frage. Bitte. Und zwar, das ist über die inverse Laplace-Transformation. Mhm. Und so als Techniker hat man meistens zuerst einfach einen Bruch in, also eine rationale Funktion in Polynomen von einer Variable, nicht? Mhm. Und ich habe eben, wenn ich da die inverse Laplace-Transformation anwenden möchte, dann und sobald ich da eben größer bin wie Ordnung, sagen wir mal 5, nicht? Mhm. Löst man das Sage nicht mehr auf, weil ich das eben symbolisch lösen möchte und dann keine Lösungen mehr, oder die Nullstellen nicht mehr finden kann. Nicht? Okay. Ich denke aber, es sollte doch möglich sein, dass man das irgendwie macht. Nicht? Mit dem konkreten Use Case habe ich mich nicht beschäftigt, also kann ich nicht wirklich was dazu sagen, müsste man sich im Detail anschauen, tut mir leid. Okay. Was ich weiß, ist, ich glaube, dass Polynome ab Grad 5 haben keine allgemeine Lösungsformel mehr, wie man es löst. Und das wird wahrscheinlich auch ein Problem sein. Genau, das haben wir dann auch gedacht, nicht, weil er das symbolisch rechnen möchte, vermutlich. Und da wird er wahrscheinlich nichts finden, weil bis 4 haben sie viel gelernt, gibt es was, und 5 glaube ich schon immer. Ich habe dann probiert, dass ich quasi nicht als symbolische Expression rein tue, sondern als Element eben von einem Ring über die rationalen, rationales Polynom halt. Und das hat aber der eine dann nicht, der weiß nicht. Ja. Okay. Sorry, leider keine nähere Erfahrung mit dem Anwendungsfall. Hallo, danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage in eurer eigenen Arbeit. Habt ihr die Features von Sage als zufriedenstellend empfunden? Habt ihr damit alles machen können, was ihr euch gedacht habt? Und die zweite Teil der Frage, für jemanden, der schon mit Python bzw. den SciPy-Stack vertraut ist, was wäre der Grund, dann zusätzlich noch Sage einzubeziehen? Entschuldige, die erste Frage war? Inwieweit in eurer eigenen Arbeit Sage ausreicht? Danke, genau. Also bei mir beschränkt sich jetzt der Use Case sozusagen, wir sind Mathematikstudenten, kriegen halt Aufgaben, die durchaus elementar sind und nicht immer höher als 5. Ordnung sind. Die rechnen wir mit Sage schnell durch und schauen, ob die Lösung korrekt ist. Was wir mit Papier und Stift als Ergebnis bekommen haben, wollen wir verifizieren. Das ist für uns jetzt der Use Case und für das ist es halt sozusagen ziemlich praktisch, weil ich ziemlich schnell sozusagen niederschreiben kann und zur Lösung komme. Ja, was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel in der linearen Algebra kann man fast alle Beispiele nachprogrammieren. Die sind recht nett. Wenn es dann teilweise komplizierter wird, dann geht es nicht mehr. Optimierungsaufgaben sind eigentlich auch recht schnell zum Lesen. Und kurz nur zu deiner letzten Frage, ob es da einen Vorteil gibt, wenn du jetzt wechselst auf Sage. Und zwar Sage verwendet im Hintergrund viel andere mathematische Programme, also zum Beispiel NumPy oder halt Maxima, und du sollst dann optimal parsen und schauen, dass da halt das richtige Ergebnis kommt, und ist von daher vielleicht besser, weil es Programme verwendet, die sich auf spezielle Lösungs- oder Teilgebiete von der Mathematik spezialisiert haben. Genau. Also die Bibliothek wie NumPy und sowas, die sind natürlich hier dann auch verfügbar. Man muss SageMath sozusagen als Überobjekt sehen, das die verschiedenen Bibliotheken halt einfach verbindet. An sich ist die Zeit jetzt damit zu Ende. Falls jemand noch Fragen hat, könnt ihr natürlich gern herkommen und weitere Fragen stellen. Vielen Dank.